Der Prozess wird am Mittwoch nächste Woche fortgesetzt. Dann ist der nächste Verhandlungstag angesetzt. Und damit kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Diesen Monat haben das Plauener Stadtbad und die Sauna an der Hoferstraße geschlossen. Der Grund dafür ist eine große Revision. Was diese beinhaltet, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Jedes Jahr in den Sommerferien, also genau dann, wenn die Temperaturen es zulassen sollten, ins Freibad zu gehen, wird das Plauener Stadtbad und die Sauna aufgehübscht. Unsere Revision, die läuft vom 1.7. bis zum 30.7. Wie Sie sehen, wir haben das komplette Becken entleert. Unsere Stadtbrücke wird gewartet, repariert. Wir werden unsere technischen Anlagen von der Lüftung, Sanitär, Heizung, die werden komplett gewartet und instand gesetzt. Das Gebäude wird gereinigt. Wir erneuern Fliesen in den umlaufenden Bereichen. Alle Fensterflächen, die zahlreich vorhanden sind, die werden gereinigt. Und wir nutzen die Möglichkeiten eines Investitionsprogrammes, wo bei uns in den öffentlichen Umkleidebereich die Decken erneuert werden. Der Kostenrahmen für dieses Jahr beläuft sich auf 100.000 Euro. Da sind aber 35.000 Euro für die Deckensanierung mit enthalten. Aus dem Fördermittelprogramm, wo ein Fördersatz von 75% besteht. Die Freizeitanlagen Plauen GmbH betreibt nicht nur Stadtbad und Sauna. Wir betreiben auch zwei Freibäder. Und wir sind eine städtische Gesellschaft, 90% Gesellschaft der Stadt Plauen und 10% ein Förderverein, der Förderverein Freibad Plauenhauserbrunn. Auch das Stadtbad Plauen ist ein Zuschussbetrieb. Also Bäder sind in Deutschland immer ein Zuschussbetrieb. Es gibt die Tendenz, dass in Deutschland leider sehr viele Bäder schließen müssen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund der baulichen Situation. Wir in Plauen sind in der Lage, alle vier Objekte, Stadtbad, Sauna und die beiden Freibäder, im bestehenden Zuschussraum wirtschaftlich zu betreiben. Auch die Bäderbetriebe haben bundesweit große Personalprobleme. In Plauen sind alle Stellen besetzt, bis auf eine. Wir haben bei uns in der Freizeitanlage Plauen GmbH 38 Mitarbeiter. Wer sich interessiert für den Beruf eines fachangestellten Bäderbetriebes oder wer sich auch dafür interessiert, wie der Badbetrieb allgemein abläuft, wir suchen noch einen Auszubildenden für den Beruf Fachangestellter für Bäderbetriebe und würden uns da über zahlreiche Bewerber freuen. Freuen werden sich auch alle Plauener, wenn im August die Becken wieder gefüllt sind und das Bad wieder geöffnet hat.